Hallo liebe Naturfreunde, heute machen wir eine Eiscreme aus frischen Brombeeren. Dazu geben wir die Früchte in einen Topf, kochen sie einmal kurz auf, bis sie platzen und Saft abgeben. Die verwendete Menge an Früchten ist für dieses Rezept egal, da wir mit Verhältnissen arbeiten. Die entsafteten Früchte gießen wir durch ein Sieb und lassen den Saft ablaufen. Die Obstrückstände pressen wir noch möglichst gründlich aus. Diese können zum Beispiel für einen Liköransatz noch weiterverwendet werden. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung einige Videos, wo wir dies gemacht haben. Ansonsten kann man diese Rückstände auch trocknen und beispielsweise für Früchtetee verwenden. Habt ihr weitere Ideen für Fruchtrückstände? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Als nächstes messen wir die Menge des gewonnenen Brombeersaftes ab. Falls ihr gerne mehr zum Thema Selbstversorgung und Verarbeitung von Wildfrüchten erfahren wollt, dann könnt ihr auch gerne unseren Kanal abonnieren. Wir haben hier jetzt ca. 200 ml frischen, reinen Brombeersaft. Diesen Saft mischen wir nun im Verhältnis 1:1 mit gezuckerter Kondensmilch. Dies ist das einfachste aller Eiscreme-Rezepte und man muss keine weiteren Zutaten hinzufügen. Die Kondensmilch ist sehr dickflüssig und so bekommt die Mischung bereits die Konsistenz von geschmolzener Eiscreme. Dann mischen wir das Ganze noch gründlich durch. Falls ihr keine Eismaschine habt, müsst ihr dazu einen Schneebesen verwenden. Eine Eismaschine gefriert die Masse unter ständigem Rühren in einem Zeitraum von 30 Minuten. Um die Eiscreme ohne Eismaschine herzustellen, bringt man diese Flüssigkeit nun möglichst nahe an den Gefrierpunkt. Dann nimmt man die Masse alle 5 Minuten wieder aus dem Gefrierfach heraus und rührt mit dem Schneebesen kräftig durch, bis eine eiscremeartige Masse entsteht. So sieht unsere Eiscreme dann am Ende aus. Die Konsistenz ist perfekt, das Eis ist sehr cremig. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.